Wow, okay, ja, jedoch hat sich doch so einiges geändert. Unser Teich ist gepflanzt worden. So. Ah, heute also ohne Celine. Okay. Ach, sogar mit Bötchen drin. Ja, irgendwie. Hier vorne auch neun Felder. So, was ist denn hier? Vier verschiedene Getreidesorten. Itabil sei Dank. Wir machen alle das gleiche. Man kriegt auch alles das gleiche Brot. Nur die Beete sehen etwas bunter aus. So, ansonsten zu dem, was wir, also was ich hier so gedacht habe, was wir tun machen könnten. Zum einen wurde vorgeschlagen, in den Tunnel zu gehen. Hallo? Sieht so aus, als hätte jemand die Entscheidung, dass das das Minenhaus ist, nicht ganz mitbekommen. Ja, irgendwie, hier, sag schon, Dragon war ab und an mal on. Wahrscheinlich hat er hier weitergebaut, weil er ist der Einzige, der außer uns hier noch Berechtigung hat auf dem. Unser Beet sieht auch witzig aus. So monotones Essen. Ja, Monokultur, das geht doch auf den Markt. Monokultur Was ist das? mit Das ist. roter Bete. Ah, oh, rote Hallo? Beete. Wo viel davon? Hallo? Ja. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen leise, oder? Hallihallö. Minimal. Ich Ja. muss sonst drunter regeln, aber dann höre ich ihn nicht mehr. So, ich habe noch mal ein bisschen höher gedreht. Ist Also jetzt bei wieder mir besser? seid ihr. Na, wie gesagt, bei mir seid ihr beide ungefähr gleich laut. Also das passt soweit. Okay. Okay, dann regel Und ich wenn man das auf Minute Gesamtlautstärke. runter. Ansonsten, wenn ich euch so mit der Geräuschkulisse quasi von MyTest vergleiche, dann passt das so vom Gesamtpegel auch. Also bei mir ist alles fein. Müsste passen. Müsste passen. Eigentlich schon. Ne? Das Einzige, was mir aufgefallen ist, als ich mir eure Videos angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass ich zwar von der Audioqualität her relativ gut bin, aber es kommt ab und zu zerhackt an. Und das, obwohl ich extra einen großen Audiopuffer von 60 Millisekunden eingestellt habe. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen, wenn ihr irgendwas nicht versteht, einfach nochmal nachhaken. Jo. Also bisher passt es. Schreib's dann. Okidoki. So, Feld entleert. Oh, über 200 rote Beete. Das ist eine Guten Appetit. Monokultur. Ja. Genau, also, wie gesagt, zwei Ideen. Einmal ich persönlich Lager umbauen oder aber wir alle erstmal in die Mine und schön nach Ressourcen farmen, weil Rüstung. Ich bräuchte auch mal eine. Ich meine, Monster sind hier nicht so viele, aber man weiß ja nie. Ach, eine vernünftige Rüstung ist, glaube ich, immer gut, oder? Irgendwann wird es ein zweites Video Oh. Leute geben, die bauen ihre eigene Stadt und dann gehen wir Video gegeneinander vor oder sowas. Wir brauchen Waffen. Schnell, holt den Enchantment Table. Ach nee, gibt's ja gar nicht. Fuck. Oh, keine Fäkalfrage. Sorry, tut mir leid. Ich arbeite dran, aber es fällt mir so schwer. So. Also meine begonnene Alles klar, Leiter Mini. senkrecht in die Mine runter ist noch da. Sehr schön.
So, ansonsten kriegt jeder einfach mal einen Batzen rote Beete. Die kann man auch so essen, ohne Bearbeitung. Bitteschön. Und einmal. Danke. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Inventar ist So. voll. So. Ja, So. meins geht, aber Jetzt nicht schon halb voll. voll? Wir wollen Minen gehen, also Eisen, Kohle, was man so findet. Ah, vor allen Dingen Gestein. Ich spamme da wieder das gesamte Inventar zu. Ja, ich guck gerade mal, dass ich ein bisschen was weggeschmissen bekomme. So. Ach ja, Werkzeug wäre vielleicht noch eine Idee, ne? Na, wie gesagt, ich habe eine Bronze-Axt, die ist noch zur Hälfte gut. Ja, ansonsten weiß ich nicht, ob einer von euch Eisen dabei hat. Nimm noch die Leiter. Ich habe schon etwas gegraben, als wir letztes Mal so still waren. Wie gesagt, ansonsten können wir auch frisch geerntet, also frisch ausgebaggerte Sachen, sage ich jetzt mal, auch direkt einschmelzen. Ich habe nämlich Holzkohle dabei. Minus 100. Ach, minus 300. Schön hier unten. Ja, na wie gesagt, der Map-Chat ist zwar ein bisschen geizig, aber so ab minus 100 sollte es dann auch langsam losgehen mit den ganzen Ressourcen, von daher. Deswegen hatte ich dazu ziemlich so weit gegraben, weil ich gemerkt habe, das kommt erst. Und dann ging es besser. Aber hier wurde schon geräubert. Oha. Ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werd nie wieder nach Hause kommen. Wenn ich plötzlich off bin, hier ist ein Gewitter im Anzug, dann haben wir wieder Stromausfall. Okay. Oh, bei uns war gestern Abend. Jetzt ist auch nicht. Wobei natürlich das sonnig ein bisschen nachteilig ist jetzt hier für Höhlentour, aber noch sehe ich was, ist ja alles schon ausgeleuchtet hier mit Fackeln. Lava. Oh. Das war das Letzte, was ich noch grob hinbauen konnte, dass man sicher rankommt. Tja, wenn das jetzt hier der Minecraft-Server wäre, würde ich schreien, wieder abbauen. Aber. Gott, wo seid ihr denn? Ich glaube, ich habe mich komplett In der verlaufen. Höhle und hier ist ordentlich Material. Der Einstieg mit der Leiter war direkt unter dem Haus auf dem Cobblestone, auf der Cobblestone-Plattform. Okay, gut, das bestellen wir nochmal. Ah, okay. Ich glaube, ich hab's. Bist direkt über mir. Lass jetzt nichts fallen. Wie war das? Ich habe eine Bronzespitzhacke. Das war ein Unfall. Die geht ja noch, aber ich meine andere Dinge, die da so. Wie jetzt meinst du hier rein zufällig diese einmal ein Meter Steinbrocken, die ich hier in meiner Tasche zuhaufen habe? Nee, ich gehe eher von den Rückständen aus, die nach dem Essen der vielen rote Beete bleiben könnten. Ach so. Wenn du wüsstest, wie schwer es gerade ist, einen Kommentar zu verkneifen. Ach komm, wir sind doch unter uns. Und dann auf YouTube. Ach, da kann man einen Pieps drüber legen. Ersparen wir ihm die Arbeit. Ich gehe mal schnell aus dem Schacht, bevor da was passiert. Jetzt kannst du der Natur freien Lauf lassen. Yay! Was geht denn hier ab unten? Ich dachte, die Kommen da Spawnrate ist hinten bei alle null. aus der Ecke hier. Ich Ja, mach mal passt Licht denn. an. So. Halleluja.
So, du einmal eine Locker Chest, bitte schön. Ach, hast du schon eine gemacht? Muss ja selber platzieren. Ja, wie gesagt, ich hatte schon zwei gemacht gehabt. Ja, deswegen der Einfall, dass es ja so nicht geht, war ein bisschen spät bei mir. So, bitte auch nochmal eine Locker Chest. Oh, ja, wollen wir die dann beim Ofen hinstellen oder was meinst du? Ja, genau, genau. Alles schön zentral. Das war's hier unten wohl schon. Na, Leiter ist ja da, können wir einfach noch ein bisschen weiter runter buddeln. Weil ich sag mal so, der Leiterweg als solches wird dann irgendwann ein bisschen lang, weil ab minus 1000, glaube ich, geht's dann los mit Diamanten. Bei meinem Test haben wir jetzt ein bisschen verschärft, seit der Version 5. Das Problem ist, eine Leiter, die bis minus 1000 geht, da braucht man dann alleine 3 Folgen, um hoch bzw. runter zu klettern. Ich habe bei solchen Servern, wo keine Leitern sind, was zu langsam geht, habe ich im Prinzip, ich baue immer 5, 6 Nodes tiefe Schächte, links und rechts hinweg, sondern einfach runterfallen. Das geht recht flott. Und hoch muss doch keiner gehen. Wir haben noch 2 Home, also komisch. Ich habe meinen Home jetzt erstmal hier gesetzt. Ja, stimmt. So. Okay, also unsere Kisten sind hier am Ofen und die Kiste zum Verteilen zwischen uns ist dann auf der gegenüberliegenden Seite. Man sieht keine Positionen von Spielern. Sollte das nicht gehen? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Eben, ich hatte auch damals auch probiert gehabt. Aber ja, genau. So Mitspielerpositionen und sowas, das geht irgendwie in der Intermap. Werden dann irgendwelche random roten Punkte angezeigt, wo mal irgendwo Spieler waren. Aber die aktuelle Position ist überhaupt nicht sichtbar. Genauso hatte ich auch damals so eine Live-Mod, so eine Map-Mod, wo man praktisch dann als Webserver die Map live mitverfolgen kann. Und da wurden denn auch nicht die Spielerfunktionen angezeigt, also irgendwie scheinen die da was in der API geändert zu haben, wodurch die ganzen älteren Sachen alle nicht mehr funktionieren. Also bei der Live-Map vom Thomas Rudin, Version 2.0.2 glaube ich jetzt, die habe ich ja bei mir auch laufen und die benutze ich bei Pandora Box zum Lokalisieren, geht das mit den Spielerpositionen super. Oh, okay. Ja gut, der hatte da wahrscheinlich einfach nur was falsch eingestellt gehabt oder was, weil eben bei mir hat er gar nichts angezeigt. Ja, die Live-Map ist passiv nur für die Map und Sachen, die angezeigt werden wie Switching Station, Bones oder... Aber wenn die Spielerposition rein muss, dann muss es auf aktiv umgestellt werden mit einer Einstellung in der Conf und da hake ich auch noch dran rum. Aber es geht, also bei Pandora Box kann ich recht gut gucken, wo die rum sind. Okay, na gut. Weiß ich schon mal, wo ich suchen muss. Meine Güte, der Feind im eigenen Haus. Meine Tochter guckt Minecraft-Videos. Gott. Ja, ich meine, hat nicht jeder mal die Videos von Gronkh geguckt? Bitte nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, hat nicht jeder mal die Videos von Gronkh geguckt? Nö, ich hab's noch nicht mal gespielt. Und meiner Tochter habe ich's verboten. Weil der Anbieter Microsoft und Registrierung E-Mail ist bei mir immer gleich rotes Tuch. Ja, ganz sauber sind die nicht. Ja, das ist wohl wahr. Nee, nicht wirklich. Na, ich habe auch noch eine Minecraft, als Minecraft noch ganz neu war, gleich gekauft. Habe damals tatsächlich Minecraft gespielt, weil erstens Java und extrem ineffizient und zweitens stürzt unglaublich oft ab. Also im Vergleich zu Minetest, ich dachte immer, Minetest ist ein Entwickler-Game, sag ich jetzt mal. Aber im Vergleich dazu ist Minecraft sowas von instabil.
Ich meine, solange du es rein Vanilla laufen lässt, ist es kein Problem. Aber sobald du da zwei, drei Mods drin hast, ist der nächste Absturz quasi vorprogrammiert. Und dementsprechend habe ich das schon seit Ewigkeit nicht mehr angerührt. Und ja, spiel jetzt lieber MyTest. Ist erstens schöner, zweitens gibt es da wesentlich schönere Mods. Und ja, ist halt Open Source, was mein Herz aufblühen lässt. Naja, und es läuft wesentlich besser, ne? Ja. Ja, ich meine, mein Test basiert auf, also ist in C geschrieben, also C++, und nutzt OpenGL, da kannst du nicht viel falsch machen. Das ist halt das Schöne daran. So, zwei Eisenspitzhacken, da grabe ich dann nochmal in meinem Tunnel ein bisschen rum und dann gehe ich aber erstmal für mich gesehen hoch und wie gesagt, räume mal das Lager ein bisschen um. Geht hier weiter? Umbauen in Dwarva. Meine Mami hat gesagt, man soll nie zu fremden Leuten in die Autos steigen, außer sie haben leckere Lollis dabei. Ich kann ja auch das kann gerade auf zweierlei zeigen. Arten falsch. Können wir bitte, bitte aufhören? Bitte. Ich habe noch gewisse Traumas. Spaß. Mein Onkel war immer ganz lieb zu mir. Oh Gott. Ich suche doch schon mal den passenden Piep raus für YouTube. Ja, meine Videos sind unbearbeitet, ne? Also, bei mir wird alles für die Ewigkeit archiviert. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass ich zu faul bin, die Videos nachzubearbeiten, aber irgendwie schon. Irgendwie schon. Gut, ich bin durchs Wasser durch, minus 400. Thomas ist unter uns, dieser kleine Cheetah. Ja, jetzt bin ich auch in irgendein Wasser gefallen und ich habe die Leiter gefunden. Sehr gut. Ah. Ja, ja, eben, bei dem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es an Mindset Version 5 liegt oder an speziell an die Map-Gen, aber eben, die gibt es extrem viele Wasserhöhlen. Also wesentlich mehr als jetzt Lava-Höhlen. Ach, ist mir aber auch irgendwie ein bisschen lieber. Das Problem bei Wasser ist natürlich... Ja, klar. Ja, das ist mir schon lieb, wenn man einfach mal ins Lava fällt. Ja, genau. Platsch ist mir lieber als tsch. Ja. Ich meine, wenn man eine Diamantrüstung anhat, dann hat man zumindest noch ein bisschen Reaktionszeit slash Spawn einzugeben oder Schaum einzugeben. Aber trotzdem ist es halt immer ein bisschen blöd, wenn du halt keine Rüstung dabei hast oder aber schon ein bisschen gedamaged bist oder ähnliches. Ja. Hat nicht jeder ein bisschen Damage? Von dem rede ich nicht. Oh, also in der Höhle hier gibt es auf jeden Fall schon viele Ressourcen, Thomas. Ja. Und wenn das draußen nicht so hell wäre, dann könnte man sogar was erkennen. Ja, da ich persönlich arbeite mal damit, dass ich hier mit X-Gamma praktisch mein Gamma-Wert hochregel, systemweit. Das merkt man dann auch nicht in den Aufnahmen, weil das ja wie gesagt dann auf die Hardware Gamma-Korrektur zugreift, etc. Ja. Von daher kann ich mir da mal ein bisschen helfen, aber eben, derzeit geht's noch zum Glück. Vor allem das Schöne ist, wenn es dunkel wird, dann weiß ich, ab wann ich Fackeln setzen muss, damit auch meine Zuschauer was sehen, weil die viele Leute gucken ja mittlerweile und die Helligkeit ist ja auch nicht so überragend, dass die bieten. Von daher ist ein bisschen mehr Ausleuchten sowieso mal besser.
Und man senkt damit die Monster-Spawn-Rate. Ja, auf jeden Fall. So viele Vorteile. Das muss Magie sein. Hier fällt Sand von der Decke. Mal eben kurz. Oben ist es tags, die Sonne scheint, alles ist friedlich. Ja, ist immer schöner am Tag hochzukommen als in der Nacht. Man muss das nachts hochzukommen, da hat man wenigstens nicht diesen Blendeffekt, dass man erstmal komplett nichts mehr sieht. Ach übrigens, für Leute, die Probleme haben mit hellen Räumen, also wenn es hell ist und dann es auf einmal dunkel wird, wollen zum Beispiel nachts, wenn es dunkel ist, eine Lampe einschalten und es mit einmal so hell wird. Es gibt einen ganz geilen Trick, den habe ich persönlich gefunden. Keine Ahnung, ob das bereits bekannter Trick ist. Wenn man im Dunkeln ist und eine Lampe einschaltet, während man die Lampe die aufschließen, wenn die Lampe an ist, die Augen wieder öffnen. Und andersrum genauso, wenn es hell ist, also genau. Licht hell ist, und man dann die Lampe abschaltet, dann auch, während man die Lampe ausschaltet, die Augen schließen. Weil durch das Augen schließen und das Augen wieder öffnen, wird das Gehirn daran gezwungen, also zumindest erkläre ich es mir selbst so, wird das Auge gezwungen, sich an deine Umgebung neu zu orientieren, und dieser Blindheitseffekt tritt dann nicht so auf. Die Iris schließt, aber ich schließe meine Augen mal schon vor, wenn ich den Lichtschalter betätige, dann ist die Iris nämlich geweitet und nimmt das Dunkel viel schneller wahr. Ja. Ja, genau. Quasi bevor man den Lichtschalter ausknipst oder anknipst, je nachdem, praktisch die umschließen und erst dann danach wieder öffnen. Genau. Als 20 Jahre Soldat. Also das ist doch ein bekannter Trick. Schade. Brauchte man das auch? Okay, das ist wohl ein Argument, definitiv. Nur beim Autofahren empfehle ich das nicht zu machen. Ach, also einmal klappt das bestimmt. Ja, wie kann man das essen? Ja, einmal sicher. Wobei die Annahme, dass man alles einmal essen kann, falsch ist, weil sobald du eins gegessen hast, was giftig ist, kannst du die anderen Sachen, die giftig sind, ja nicht mehr essen. Also ist es tatsächlich eine Frage, diese Aussage auslegt. Naja, weil es 8 Milliarden Menschen inzwischen, können wir sicher alles ausprobieren lassen, was es so gibt. Ach, zumindest einmal. Jo. So, haben wir die Höhle jetzt hier ausgeleuchtet, oder? Nur am Grund des Wassers, da geht's halt leider nicht, ist halt Wasser. Naja, klar. Aber so die Wände sind erstmal komplett ausgeleuchtet. Da müsste alles fertig sein, ne? Ja. Ist das jetzt eine Showhöhle, oder ist da auch was zu finden? Da war was zu finden. Ja. Definitiv, also ich habe 22 Eisen, 8 mal Kupfer und also eine Ausleuchtung, Gold, um den Leuten zu zeigen, hier war was. Genau. Genau. Wäret ihr eher da, hättet ihr noch was haben können. Na gut, ein bisschen Kohle ist noch da, aber ich glaube, das ist nicht so ganz schlimm. Alles weg. Dann mach doch bitte mit eine Tafel hin. Also wenn du nicht Zeit verlieren willst, lass es. Na, ich persönlich mache, wenn ich um von Höhlen gehe, die ausgeleuchtet sind bereits, dann lass du sowieso mal gleich die Finger weg, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die bereits dann aufgemacht ist. Ne, ich habe viele Spieler erlebt, die nehmen nur Diamanten, Mese und den Rest lassen sie liegen. Da wirst du immer noch reich von dem Zeug, was rumliegt. Ich hatte sogar mal, das war glaube ich sogar auf einem von meinen Servern, da hatte ich damals Vanilla, glaube ich, aufgenommen. Und ja, da war es genau komplett geleuchtet, aber es war nichts abgebaut. Die gesamte Höhle war noch so, wie sie halt original ist, mit allen Ressourcen, sogar Diamanten waren da noch drin, glaube ich, aber die war halt schon komplett ausgeleuchtet. Das mache ich oft für meine Tochter. Ja gut, okay.
Ja, na klar, wenn man so Gruppen-Let's Play macht oder so mit mehr, dann ist das natürlich schon vorteilhaft. Wenn einer ausleuchtet und einer baut dann ab und so, ist man irgendwie schneller. Aber ist natürlich blöd, wenn man alles ausleuchtet und dann den Server verlässt und dann halt der nächste kommt, in dem Fall ich, und dann alles abbaut. Arbeitsteilung: einer leuchtet, einer baut ab, einer sichert. Erkunder braucht man dann auch. Schreiben, weil es ja. Okay, Wände sind ausgeleuchtet. An die Decke kommen wir nicht ran, weil es zu hoch. An den Boden kommen wir nicht ran, weil da ist Wasser. Also würde ich mal sagen, die Höhle bleibt abgeschlossen. Jo, passt. Ich für meinen Teil gehe dann jetzt an die Oberfläche und werde dann jetzt das Lager mittels Dwarven umbauen. Und welche Einsätze dagegen? Fragezeichen? Nö. Nö. Okay, okay. Ich bleib mal beim Basislager und mach mal so ein bisschen Eisen. Nehmen wir uns nicht alle Ohren weg. Nein. Kommt alles in die Kiste. Habt ihr beide eine Iron Chest Armor jetzt? Ich habe eine schicke Holzrüstung. Ich würde mir nämlich sonst eine machen, weil bei den Tiefengängen ist das nicht unwahrscheinlich, dass ich wie euch mal auf dem DM treffe und ich will da nicht ungeschützt da meine Kleidung verbrennen. Ja. Aber ich werde auch mal upgraden. Ist schon richtig. Oder so wie ich, der erstmal einen Dungeon Master in die Finger in die Arme läuft. Ja, ohne Sicherung muss man sich selbst schützen. Armor.